Salz unter die Kleidung, bitte. Das Kopftuch weg. Danke, guten Morgen. Deine 10. Klasse ist eine Katastrophe. Wir haben 3 Disziplinarfälle und jede Menge Fehlzeiten. Sie können mich echt mal. Ich heiße Madame Gegen. So lass mich von dir nicht anquatschen, du Arsch. Hört auf. Sofort. Ich würde gerne ein Projekt zusammen mit euch allen machen. Einen Wettbewerb. Dieser Studienwettbewerb heißt Widerstand und Deportation. Ist eher was für Klugscheißer, oder? Sie wissen genau, dass wir sowas nicht drauf haben. Da blamieren wir uns nur. Also was soll das? Schon komisch. Ich habe das Gefühl, dass ich euch sehr viel mehr zutraue, als ihr euch selbst. Madame, wieso geht es ständig um die Juden? Es geht um Kinder und Jugendliche. Keine Religion, keine Nationalität. Haben Sie nicht was Geileres am Start? Ich glaube, dass ihr zu diesem Thema unheimlich viel zu sagen hättet. Halten Sie das für klug mit Ihrer 10. Klasse und dem Wettbewerb? Das ist doch vertane Zeit. Sie haben andere Schüler, die es weitaus mehr verdient haben, dass sie sich Ihnen widmen. Das ist unser Thema. Häng das wieder ab. Hey, was willst du eigentlich? Ganz ernst, du musst das besser. Hört auf! Ihr redet nicht miteinander. Fangt endlich damit an. Ihr dürft das Thema nicht wie Schüler anschauen. Ihr müsst einfach als Kinder darüber reden. Jeder mit seiner persönlichen Art, offen und ehrlich. Dass ihr das könnt, da bin ich mir sicher. Wir haben so viele Bücher über diese Kinder gelesen. Es ist, als würden wir sie kennen.